zum zweiten Unterthema im Modul 13 ATL Körpertemperatur regulieren. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem Fieber. Was ist das Fieber genau? Unter Fieber verstehen wir eigentlich eine Erhöhung der Körperkerntemperatur auf über 38 Grad. Das heißt, es kommt zu einer Sollwerterhöhung des Temperaturzentrums direkt im Zwischenhirn. Normalerweise ist das Fieber keine eigenständige Erkrankung, sondern ein Teil der Abwehrreaktion des Körpers. Und es kann bei Entzündungen durchaus sinnvoll sein. Dadurch kommen bestimmte Abwehrvorgänge schneller in Gang und die Erreger können sich nicht mehr so schnell vermehren. Das Fieber entsteht meist unter Einwirkung von sogenannten Pyrogenen. Pyrogene Stoffe sind fiebererzeugende Stoffe. Wir unterscheiden dabei exogene Pyrogene, also von außen kommende Pyrogene, wie zum Beispiel Bakterien, produzierende Toxine, also Giftstoffe, und Bestandteile von Viren oder Pilzen. Weiters kennen wir endogene Pyrogene. Das sind innerhalb des Körpers entstehende Stoffe, zum Beispiel Abbauprodukte von körpereigenen Eiweißen oder auch von bei Entzündung freigesetzte Prostaglandine. Gelangen diese Pyrogene nun in die Blutbahn, verursachen sie das Fieber. Das Fieber muss aber medizinisch gesehen von der sogenannten Hyperthermie, also einer Überwärmung des Körpers, unterschieden werden. Hier ist der Sollwert normal, der Körper hat aber keine Möglichkeit, diese überschüssige Wärme abzugeben. In der Folge kommt es zu einer Überhitzung des Körpers durch einen Hitzestau. Wie können wir nun die Fieberhöhe beurteilen? Von 36,3 bis 37,4 sprechen wir von einer Normaltemperatur. Ab 37,5 beginnt dann das Fieber. Von 37,5 bis 38 nennen wir es subfebrile Temperaturen. Von 38,1 bis 38,5 sprechen wir von einem leichten Fieber. Von 38,6 bis 39 von einem mäßigen Fieber. Von 39,1 bis 39,9 von einem hohen Fieber und von 40 bis 42 von einem sehr hohen Fieber. Dabei ist zu beachten, dass ab einer Temperatur von 42,6 die Eiweißgerinnung im Körper beginnt. Das heißt, dies ist mit dem Leben unvereinbar. Temperaturen ab 36 oder unter 36,3 werden als Untertemperatur bezeichnet. Temperaturen um 29 Grad sind kritisch und bei Temperaturen unter 25 Grad tritt der Tod ein. Wie bereits erwähnt, ist das Fieber keine eigenständige Erkrankung, sondern das Symptom einer Erkrankung. Zahlreiche Erkrankungen gehen mit Fieber einher. Gleichzeitig korreliert die Fieberhöhe aber nicht immer mit der Schwere der Erkrankung. Je nach Ursache der Erkrankung unterscheiden wir auch verschiedene Fiebertypen. Und zwar das Fieber bei Infektionserkrankungen, das Resorptionsfieber, das zentrale Fieber und das Durstfieber. Das Resorptionsfieber wird auch als aseptisches Fieber bezeichnet und es entsteht durch den Abbau von Gewebetrümmern im Organismus, zum Beispiel nach größeren Verbrennungen oder auch nach Operationen. Wenige Tage später gelangen diese pyrogenen Abbauprodukte, also die abgestorbenen Zellen, in die Blutbahn. Typisch für das Resorptionsfieber ist der Zeitpunkt. Es tritt etwa 2 bis 3 Tage nach dem Trauma oder nach der Operation auf und das Fieber ist selten höher als 38,5 Grad. Zu einem zentralen Fieber kann es infolge von Schädel-Hirn-Verletzungen kommen. Dabei wird das Temperaturzentrum selbst gestört. Charakteristisch für das zentrale Fieber ist, dass es meist über 40 Grad ansteigt und es sich auch mit fiebersenkenden Medikamenten nicht senken lässt. Das zentrale Fieber ist häufig mit dem Leben nicht mehr vereinbar. Das Durstfieber findet man vor allem bei Säuglingen. Welche Symptome treten nun beim Fieber auf? Also Müdigkeit, Mattigkeit, eine Abgeschlagenheit sind sehr typische erste Zeichen für den Auftritt eines Fiebers.
Es kommt auch manchmal zu einem ausgeprägten Krankheitsgefühl. Der Patient klagt über typische Kopf- und Gliederschmerzen. Teilweise kommen auch Wahrnehmungsstörungen hinzu, wie zum Beispiel die Überempfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen. Bei hohem Fieber kommt es auch zu einer heißen, stark geröteten Haut mit meist glasigen Augen. Bei sehr hohem Fieber können auch Fieberträume oder das sogenannte Fieberdelir auftreten. Bei Fieber ist es besonders wichtig, die Begleiterscheinungen auch zu beobachten. Zum Beispiel kann eine steigende Temperatur auch mit einem hohen Flüssigkeitsverlust einhergehen, besonders wenn es sich um einen fieberhaften Durchfall handelt. Wir können auch verschiedene Fiebertypen unterscheiden. Und zwar kennen wir das kontinuierliche Fieber. Die Temperatur ist dabei zwischen 38 und 39 Grad gleichbleibend hoch und man findet dieses Fieber vor allem bei Pneumoniden, bei Viruspneumonien, Scharlach oder einem Erysipel. Wir kennen auch das remittierende Fieber, das heißt, die Temperatur ist meistens abends höher als morgens und man findet diesen Fiebertyp vor allem bei einer Pyelonephritis, das sind Erkrankungen der Niere, bei einem rheumatischen Fieber und bei einer Sepsis, also bei einer Blutvergiftung. Beim intermittierenden Fieber kommt es im Verlauf des Tages, wechseln sich praktisch fieberfreie Intervalle mit Phasen hohen Fiebers ab. Im schnellen Fieberanstieg kommt es meistens auch zu einem Schüttelfrost. Man findet diese Art von Fieber bei einer Sepsis, bei einer Pyelitis und einer Pleuritis. Das rekurrierende Fieber, Rückfallfieber oder auch periodisches Fieber genannt, dabei kommt es über mehrere Tage hinweg immer wieder zu Fieberschüben, die sich abwechseln mit 2 bis 15-tägigen fieberfreien Intervallen. Diese Fieberart ist vor allem bei der Malaria sehr charakteristisch, bei einigen Gallenerkrankungen und auch bei der Borreliose. Das undulierende Fieber hat einen wellenförmigen Verlauf in der Temperaturkurve mit einem langsamen Anstieg, einem hohen Fieber über einige Tage und einem Fieberabfall, gefolgt von einer Fieberfreiheit über einige Tage und das Ganze wiederholt sich dann. Vor allem charakteristisch bei Morbus-Hodgkin und anderen Tumorarten. Von einem biphasischen Fieber oder einem Fieber des Dromedar-Types sprechen wir, wenn die Temperaturerhöhung in zwei Phasen erfolgt, ähnlich der Höcker eines Dromedars, also eines einhöckrigen Kamels. Vorkommen kann dieser Fiebertyp vor allem bei Virusinfektionen, Masern oder auch der Hepatitis, der Gelbsucht und einer Meningokokkensepsis. Wir kennen auch verschiedene Fieberphasen. Die erste Phase nennen wir die Phase des Fieberanstieges. In dieser Phase ist der Sollwert des Temperaturzentrums erhöht. Sie ist gekennzeichnet durch eine erhöhte Muskelarbeit und eine erhöhte Stoffwechselaktivität, um die Wärmebildung zu steigern. Typisch können in dieser Phase auch das Kältezittern oder ein Schüttelfrost sein. Um den erhöhten Energiebedarf in dieser Phase decken zu können, wird der Kreislauf und auch die Atmung beschleunigt. Um den Körper zu entlasten, können wir vor allem von außen Wärme zufügen, also der Patient soll zugedeckt werden und man kann ihm heiße Getränke anbieten. Sollte nun wirklich ein Schüttelfrost auftreten, muss man den Patienten vor Verletzungen schützen. Man sollte beim Patienten bleiben, der Blutdruck und die Temperatur sollten in dieser Phase allerdings nicht überprüft werden, solange der Patient stark zittert. Kennzeichen dafür, dass der Körper dann seinen Sollwert erreicht hat, sind folgende. Der Patient friert nicht mehr, er hört auf zu zittern, seine Haut fühlt sich warm an. Jetzt können die Wärmequellen entfernt werden und der Patient nur noch leicht zugedeckt werden. Die zweite Phase ist die Phase der Fieberhöhe. Die Wärmebildung und auch die Stoffwechselaktivität bleibt jetzt auf dem erhöhten Niveau. Der Puls ist beschleunigt, die Atmung ist beschleunigt und auch der Kalorienbedarf ist erhöht.
Je wärmer der Körper ist, desto mehr Flüssigkeit verliert er auch über die Haut und über die Atmung. Besonders in Kombination mit fieberhaften Durchfällen kann es schnell zu einem Flüssigkeitsverlust kommen. Der Patient ist meist so geschwächt, dass er selbst Bettruhe einhält. Auch eine Appetitlosigkeit, ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl, Flüssigkeitsverlust, Immobilität, Schwitzen und auch die Belastung des Abwehrsystems erhöhen natürlich die Gefahr auch für folgende Folgeerkrankungen, zum Beispiel Thrombose, Obstipation, Pneumonie und Dekubitus. In dieser Phase sollte man regelmäßig den Kreislauf kontrollieren und auch vermehrt Temperaturkontrollen vornehmen. Auf die Zeichen einer Exsikkose oder Dehydratation achten, den Flüssigkeitshaushalt bilanzieren, die Flüssigkeitsverluste ersetzen und dem Patienten Getränke anbieten. Auch eine leicht verdauliche und vitaminreiche Kost können diese Phase unterstützen. Wegen der Obstipationsgefahr sollte man auf einen regelmäßigen Stuhlgang achten, das Zimmer ruhig halten, eventuell abdunkeln und die Prophylaxen je nach Gefährdung durchführen. Die dritte Phase ist die Phase des Fieberabfalls. Der Solvent sinkt nun wieder, weil die Infektion abklingt. Dem gesunkenen Sollwert steht aber ein hoher Istwert gegenüber. Dieser führt dann zur verstärkten Wärmeabgabe. Dafür gibt es zwei verschiedene Wege. Einen langsamen Fieberabfall, auch Lysis genannt, der innerhalb weniger Tage zustande kommt und relativ gut vertragen wird. Und der schnelle Fieberabfall, auch Krisis genannt. Er erfolgt innerhalb weniger Stunden, der mit Schweißausbrüchen und auch einer sehr hohen Kreislaufbelastung einhergeht. Aufgrund dieser hohen Kreislaufbelastung besteht immer auch eine Kollapsgefahr. Die Krise ist eine Notsituation, die zu einem allgemeinen Kreislaufversagen führen kann. Deshalb muss immer der Hausarzt oder der Notarzt informiert werden. In dieser Phase fördert das starke Schwitzen allerdings auch die Entstehung eines Dekubitus oder einer Intertrigo. Deshalb müssen auch die entsprechenden Maßnahmen für die Prophylaxe getroffen werden. Die Kleidung und die Bettwäsche des Patienten sollte mehrmals täglich gewechselt werden. In der Phase des Temperaturrückganges ist auch eine kontinuierliche Überwachung des Kreislaufes notwendig, um einen lytischen von einem kritischen Fieberabfall unterscheiden zu können. Nach dem Fieberabfall ist der Kranke meist erschöpft und möchte schlafen. Nun kommen wir noch zu den fiebersenkenden Maßnahmen. Das Fieber ist zwar für den Kranken unangenehm, dennoch ist es eher schädlich, das mäßige Fieber sofort gleich zu senken. Weil körpereigene Abwehrmechanismen bei einer erhöhten Körpertemperatur besser funktionieren. Meistens sollte eigentlich zuerst die Grunderkrankung therapiert werden, denn auch mit der erfolgreichen Behandlung der Grunderkrankung geht auch das Fieber zurück. Nur hohes oder mäßiges Fieber bei Risikopatienten oder bei Risikoerkrankungen sollte gesenkt werden, um eine Kreislaufkomplikation oder auch Fieberkrämpfe zu vermeiden. Zu diesen Risikopatienten gehören Patienten mit einer hochgradigen Herzinsuffizienz oder auch Kinder oder auch Erwachsene mit einer bekannten Neigung zu Fieberkrämpfen. Die wohl bekannteste Maßnahme zur Fiebersenkung ist der Wadenwickel. Der Wadenwickel kann bei einer Temperatur von über 39 Grad angewendet werden. Allerdings ist er bei Patienten mit bekannten Durchblutungsstörungen der Extremitäten und bei kalten Füßen, die durch eine Zentralisation zustande kommen, kontraindiziert. Man darf sie also in dieser Situation nicht anwenden. Als Material benötigen wir eine wasserfeste Unterlage, ein Stecklaken, zwei Handtücher und eine Schüssel mit kühlem Wasser. Dabei sollte die Temperatur zwischen 30 und 35 Grad betragen. Ein kälteres Wasser führt zu einer Vasokonstriktion, also zu einem Zusammenziehen der Blutgefäße, und diese könnte die gewünschte Wärmeabgabe verhindern. Wie wird ein Wadenwickel nun durchgeführt? Also zuerst wird der Patient über die gewünschte Maßnahme informiert und natürlich auch sein Einverständnis eingeholt.
Dann wird die Bettdecke bis zu den Knien hochgeschlagen. Die wasserfeste Unterlage soll unter die Füße gelegt werden, damit das Bett nicht nass wird. Die Handtücher werden dann in dem kühlen Wasser getränkt und gut ausgewringt. Sie sollten faltenfrei und locker um den Unterschenkel gelegt werden, damit eine gute Wärmeleitung möglich ist. Nun kann der Patient mit einem Laken zugedeckt werden. Der Wadenwickel kann 10 bis 15 Minuten belassen werden, nicht länger, denn sonst entsteht eine Art Wärmepackung. Zudem sollte er nicht öfters als 3 bis 4 Mal hintereinander gewechselt werden, da es ansonsten zu einem starken Wärmeentzug kommen kann, der so den Kreislauf zu viel beansprucht. Die maximale Körpersenkung sollte nicht zwischen 1 bis 1,5 Grad betragen. Weitere physikalische Maßnahmen können sein, kühle, aber nicht eiskalte Getränke anzubieten, zum Beispiel auch das mit einer schweißtreibenden Wirkung, wie zum Beispiel Lindenblütentee. Leichte Decken und Bekleidung. Die Raumtemperatur sollte man auf 17 bis 19 Grad absenken, das Zimmer immer gut lüften, aber Zugluft vermeiden, damit sich der Patient nicht noch weiter verkühlen kann. Ebenfalls können fiebersenkende Körperwaschungen durchgeführt werden. Dabei sollte das Wasser eine Temperatur von unter 10 Grad unter der Körpertemperatur des Patienten betragen. Als Zusatz kann man ein Pfefferminztee auf 4 Liter Wasser verdünnt dazugeben. Der Patient wird dann mit einem ausgewrungenen Waschlappen gegen die Haarwuchsrichtung gewaschen. Anschließend lässt man die Feuchtigkeit kurz an der Haut antrocknen. Der Kranke kann dann zugedeckt werden, er sollte vor Zuglüft geschützt werden und die Füße sollten immer warm sein. Eventuell kann man ihn auch Socken anziehen. Die Verabreichung von fiebersenkenden Maßnahmen passiert immer nach der Anordnung des Hausarztes. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch kurz auf das Thema Schweiß eingehen. Unter Schweiß verstehen wir eigentlich die Sekretion der Schweißdrüsen. Der Schweiß besteht zu 90% aus Wasser und aus Bestandteilen wie zum Beispiel Kochsalz, Harnstoff, Immunglobuline, flüchtige Fettsäuren und Cholesterin. Schweiß ist eigentlich eine dünnflüssige, klare, farblose, sauer reagierende Flüssigkeit mit einem salzigen Geschmack. Er wird von den exokrinen Drüsen, also der Schweiß, wird nach außen abgegeben, von der Haut abgesondert. Besonders dicht liegen die Schweißdrüsen in der Handfläche und an der Fußsohle, deswegen schwitzt man dort auch umso mehr. Die Absonderung des Schweißes wird durch das vegetative Nervensystem gesteuert. Welche Funktionen hat der Schweiß? Einmal die Körpertemperatur über die Verdunstungskälte zu regulieren, dann den Säureschutzmantel der Haut aufrechtzuerhalten und Stoffwechselendprodukte auszuscheiden. Bei der körperlichen Anstrengung verändert sich auch der Schweiß. Die Schweißproduktion steigt erheblich, um einfach die Wärmeabgabe zu erhöhen. Es gibt auch pathologische Veränderungen in der Schweißproduktion, auf diese möchte ich jetzt aber nicht eingehen. Wichtig ist auch zu wissen, dass ein kleinperliger, kalter und klebriger Schweiß immer auch Ausdruck für eine Notsituation ist. Deshalb muss in dieser Situation immer die Kreislaufsituation abgeklärt werden und der Arzt informiert werden. Bei stark schwitzenden Patienten kann man zum Beispiel auch eine schweißreduzierende Waschung vornehmen. Dabei sollte das Wasser lauwarm sein und immer unter der Körpertemperatur des Patienten sein. Als Zusatz eignet sich zum Beispiel 1 Liter Salbeitee auf 4 Liter Wasser verdünnt. Der Patient wird mit dem ausgewrungenen Waschlappen in die Haarwuchsrichtung gewaschen. Danach wird er gut abgetrocknet und zugedeckt. Bei stark schwitzenden Menschen besteht natürlich immer auch eine erhöhte Erkältungsgefahr. Aus diesem Grund sollte man Patienten immer vor der Zugluft schützen. Um auch eine Intertrigo zu verhindern, ist es besonders wichtig, dass man zum Beispiel unter den Brüsten oder in der Leistenbeuge besonders gut darauf achtet, dass diese Stellen nachgetrocknet werden und nicht feucht bleiben. Denn hier besteht eine besonders große Dekubitusgefahr. Auch die Schweißabgabe muss dokumentiert werden.
Da der Schweiß natürlich nicht in Milliliter angegeben werden kann, dokumentiert man einfach, wie oft der Patient gewechselt werden musste. Ein ausgeprägtes Schwitzen muss natürlich auch in die Kalkulation der Flüssigkeitsbilanz mit eingezogen werden. Damit haben wir nun auch das 13. Modul der ATL Körpertemperatur regulieren abgeschlossen und wir sehen uns beim nächsten Modul. Danke.